Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Heute möchte ich mal wieder ein kleines Stück Schachgeschichte präsentieren, nämlich die erste Partie des WM-Kampfs 1894 zwischen Wilhelm Steinitz und Emanuel Lasker. Steinitz, der 1886 der erste Schachweltmeister wurde und danach den Titel dreimal verteidigte, traf auf den viel jüngeren deutschen Spieler Lasker. Steinitz war 57 Jahre alt und während Lasker nur 25 Jahre alt war, also deutlich jünger. Und das machte sich dann auch im Wettkampf bemerkbar. Lasker gewann mit 12-7 und wurde der zweite Weltmeister der Schachgeschichte und auch der einzige deutsche Weltmeister der Schachgeschichte bisher. Die Partie ging damals über gut 3 Monate. Es waren 19 Partien, die gespielt wurden, alles in den USA, New York, Philadelphia und Montreal. Und das ist die erste Partie hier, die in New York stattfand, also der Auftakt zur WM. Lasker führt die weißen Steine und spielt E4. E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5, das ist die spanische Partie. Und wenig überraschend kommt jetzt die Steinitz-Verteidigung, die nach ihm benannte Verteidigung. Ich hatte das schon in anderen Videos, glaube ich, erwähnt, dass dieser Zug ein bisschen passiv ist. Heutzutage spielt man eher A6 zuerst, vertreibt den Läufer und spielt dann D6. Der Grund ist, dass man in bestimmten Varianten B5 spielen kann mit Tempo. Das ist die sogenannte verbesserte Steinitz-Verteidigung. D6. Der Hauptzug hier ist D4, womit Weiß direkt das Zentrum besetzt mit 2 Bauern. Und hier ist die Hauptvariante nehmen, Springer schlicht D4 und dann Läufer D7. Das ist die Steinitz-Variante, wenn man sie heutzutage spielt. Das ist ungefähr die Grundstellung. Weiß hat hier Raumvorteil und steht hier etwas besser aus der Öffnung heraus. Steinitz spielt aber hier Läufer D7. Hier könnte man mit Weiß schon mehr Raum erobern, indem man D5 direkt macht und den Springer angreift. Der müsste dann zurück nach B8 oder E7 und dann hat man so eine Stellung, in der Weiß auch Raumvorteil hat. Ist aber eine geschlossene Zentrumstruktur und es gibt hier interessante Pläne für Schwarz, das Zentrum zu attackieren. Ist absolut spielbar. Läufer D7, Springer C3 spielte Lasker, nicht D5. Entwickelt also eine Figur. Das Beste wäre jetzt immer noch hier schlagen, Springer D4 und dann hätten wir die Variante, die ich gerade schon gezeigt habe. Stattdessen entwickelte sich Steinitz mit Springer G7. Sieht ein bisschen krumm aus, ist auch nicht das beste Feld für den Springer. Die Idee ist, nach Rochade den Springer nach G6 zu überführen und dann eine Läufer E7 zu spielen. Wie gesagt, ein bisschen umständlich. Ich denke, das Beste wäre hier auch immer noch mit D5 zu spielen und den Springer zu vertreiben und Raum zu gewinnen oder kurze Rochade zu spielen. Stattdessen spielte Lasker aber einen seltsamen Zug. Er spielte Läufer C4 zurück. Also beide Spieler beschleunigen ihre Entwicklung nicht unbedingt, sondern machen etwas krumme Züge. Also jetzt zieht Lasker hier den Läufer zum zweiten Mal. Mir ist nicht ganz klar, warum er es getan hat, was er fürchtete. Gut. Es kann sein, dass er ja so ein bisschen mit diesem Opfer geliebäugelt hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nahm jetzt hier Steinitz raus auf D4 und das ist auch gut spielbar. Und jetzt haben wir so eine Stellung. Letztendlich, der Springer kann nach C6 überführt werden. Es ist immer gut für die Partei, die so ein bisschen Raumnachteil hat, so wie hier Schwarz, eine Figur zu tauschen. Dementsprechend ist die Stellung jetzt ungefähr ausgeglichen. Die Dame geht zurück, allerdings hat Weiß immer noch ein bisschen Raumvorteil. Springer E5. Was mir jetzt nicht gefällt bei Steinitz, bei Schwarz, ist, dass er in den nächsten Zügen seine Entwicklung ein bisschen vernachlässigt. Oder was heißt ein bisschen? Stark vernachlässigt. Springer E5 kann man noch durchgehen lassen, weil es den starken Läufer angreift. Der muss jetzt zurück. So, aber spätestens jetzt hier hätte Schwarz endlich den Läufer entwickeln müssen auf F8. Gut, man kann noch A5 einschieben mit der Drohung hier A4, den Läufer zu attackieren. Weiß muss darauf reagieren und dann spätestens jetzt Läufer E7 mit der Idee kurz zu rochieren. Hat aber Steinitz nicht gemacht. Er spielte an dieser Stelle C6. Ist ein bisschen Luxus, diesen Bauern zu ziehen. Er deckt das Feld D5, damit er keine Figur hin kann. Aber das war jetzt keine Drohung. Also man hätte ruhig das zulassen können, dass ein Springer da hinkommt erstmal. Jetzt kam Dame G3 von Lasker.
Der Zug gefällt mir, stellt die Dame aktiv auf und attackiert diesen Punkt insbesondere, sodass dieser Läufer auf F8 nicht ziehen kann momentan. Steinitz fiel nichts Besseres ein, als den Springer nochmal zu ziehen nach G6. So, dieser Springer hat, glaube ich, schon eine kleine Reise hinter sich. Der kam nämlich von G8 über E7, C6, E5 und jetzt auf G6 gelandet. Also 1, 2, 3, 4 Züge schon gemacht. Das heißt, Schwarz vernachlässigt weiterhin seine Entwicklung. Der nächste Zug bietet sich an, weil der Springer auf G6 natürlich eine schöne Angriffsmarke bildet, nämlich H4 mit der Idee H5. Jetzt kam Läufer E6. Schwarz tauscht diesen Läufer ab. Schwächt aber so ein bisschen die weißen Felder, weil Weiß nahm jetzt hier raus und jetzt hier ein schwacher Bauer entstanden. Auch das ist ein schwaches Feld hier. In einigen Varianten kann Weiß schon das ausnutzen oder versuchen auszunutzen. Hier, was würdet ihr spielen? Mein erster Gedanke war hier den Springer zu attackieren und zwar mit H5. Sieht für mich logisch aus. Warum habe ich den H-Bauern überhaupt gezogen? Natürlich auch um den Springer zu attackieren, der muss weg. Und jetzt kann man hier schön nachsetzen mit weiteren Bauernzügen und Raum gewinnen mit Tempo. Der Springer läuft hier durch die Gegend, B3 zum Beispiel, und dann am Ende kann man einfach den Läufer entwickeln und dann die lange Rochade anstreben. Und dann hat man Entwicklungsvorsprung und Raumvorteil, also eine sehr gute Stellung für Weiß. Lasker sah aber davon ab und spielte hier Läufer G5, entwickelt den Läufer und greift die Dame an. Das kann natürlich gekontert werden mit Läufer E7. Endlich zieht Schwarz diesen Läufer. Lange Rochade. Wir sehen, Weiß hat Entwicklungsvorsprung, hat vier Figuren im Spiel und den König in relativer Sicherheit. Der sollte vielleicht noch nach B1 gehen, während Schwarz nur zwei Figuren im Spiel hat und der König steht auch noch in der Mitte. Hier fürchtete Schwarz wohl. Ist nicht klar, was er fürchtet, aber er spielte E5. E5 gefällt mir, aber positionell ist das ein guter Zug, weil es dieses Feld hier für den Springer zugänglich macht. Und wenn die Rochade kommt, dann kann der Turm das unterstützen. Wir werden sehen, dass Schwarz das sogar hinbekommt. E5. Der Läufer ging zurück. Das macht insofern Sinn, weil jetzt der H-Bauer wieder ziehen könnte. Man könnte hier den Bauern schlagen, aber das wäre sehr gefährlich, weil Dame G4 würde Dame E6 Schach eventuell drohen. Und hier gibt es eine kleine Taktik, eine interessante Taktik, wenn der Läufer auf H4 zurückgeht, nach E7. Gut, ich drohe hier so ein bisschen G3, den anzugreifen, dann spätestens dann müsste er zurück. Dann gibt es diese schöne Taktik hier. Turm schlägt H7, schlagen und dann Dame schlägt G6 und Weiß gewinnt hier Material. König müsste ziehen. Sagen wir mal dahin und jetzt fällt hier der Turm. Dann hätte Weiß eine ganze Figur mehr, nur für den Bauern. Deswegen wäre es sehr gefährlich gewesen, hier den Bauern auf H4 zu schlagen. Und auch deswegen zog Steinitz den König nach G8, beziehungsweise führte die Rochade aus, brachte den König in Sicherheit. So, nachdem Lasker jetzt die Eröffnung mehrmals in der Eröffnung verpasste, mehr Druck auszuüben, trotz der ja, langsamen Entwicklung von Schwarz, ist es jetzt zu dieser Stellung gekommen, wo ja, der Nachziehende plötzlich wieder gut im Spiel ist und der Springer jetzt nach F4 möchte. Und da sah Lasker auch und spielte Springer E2. Deckt damit nochmal dieses Feld ab und lässt den Springer nicht da rein. Hier hätte Schwarz tatsächlich auf A4 nehmen können und wahrscheinlich auch sollen. Greift die Dame an. Die Dame sollte nach H2 hier. Die Drohung lautet G3 mit Angriff auf den Läufer und dann natürlich der Einschlag auf H7 mit der Dame. Das kann aber Schwarz blocken oder kontern mit H6. Und wenn G3 kommt, geht der Läufer nach G5. Und die Stellung ist spielbar. Also es ist jetzt nicht hier, dass Weiß besser steht. Es ist einfach eine Kompensation für den Bauern und mit gewissen Angriffschancen am Königsflügel, aber auch nicht mehr. Stattdessen zog Steinitz hier Turm F7. Turm F7 überdeckt hier die siebte Reihe. Also eine prophylaktische Maßnahme von Schwarz, H5, Springer F4, ein guter Zug von Schwarz. Der Grund dafür ist, dass nach Läufer schlägt E4, E4, Weiß diesen Bauern auf F4 nicht schlagen darf, wegen der simplen Taktik, nämlich Turm schlägt F4, Dame schlägt F4 und hier sieht man den Nachteil, wenn König und Dame auf einer Diagonale stehen. Oder in einer Linie, hier auf einer Diagonale.
dann kann so ein Spieß erfolgen. Läufer G5, greift die Dame an und die ist weg. Das haben die beiden natürlich gesehen und Lasker zog die Dame weg nach F3. Jetzt kam Dame A5. So langsam lichtet sich hier das Ganze. Sind schon drei Leichtfiguren getauscht und die Stellung wird einfacher zu spielen. König B1, Dame E5. Hier steht die Dame gut, schön zentral. Also ich denke, hier steht Schwarz gar nicht mehr schlechter, sondern die Stellung ist ungefähr ausgeglichen. Springer D4, Läufer F6. C3. Wir sehen diese Dame-Läufer-Batterie in diese Richtung. Es ist wichtig, das zu blocken und C3 zu spielen. Turm E8, Turm A1. Schwarz greift diesen Bauern an, Weiß deckt ihn. Läufer D8, ein interessanter Zug. Schwarz plant, den Läufer eventuell über B6 wieder zu aktivieren. Dame G4, dieser Zug gefällt mir. Läufer C7 und jetzt kam Springer F3. Dieser Zug gefällt mir weniger, greift zwar die Dame an, aber ich denke, besser ist es hier Springer F5 zu spielen. Hier steht der Springer sehr, sehr stark, attackiert diesen Punkt, attackiert diesen Punkt. Ich drohe hier Springer H6 Schach übrigens mit gewinnender Qualität. Und der Plan ist simpel, mit dem den Bauern auf D6 hier anzugreifen auf Dauer, indem man die Türme verdoppelt auf der D-Linie. Vorher müsste man F3 spielen, um den Bauern E4 zu decken natürlich, weil das ist auch eine Schwäche hier. Aber der kann sehr gut von einem eigenen Bauern gedeckt werden. Allerdings ließ sich Lasker von diesem Angriff auf die Dame leiten. Gut, die Dame kann aber weg. Und jetzt kam ein schwacher Zug. Jetzt ging ihr Springer zurück nach D2. Dort steht er passiv. Turm F7, F3, D5. Und Schwarz wird seinen rückständigen Bauern los, attackiert diesen E4 Bauern. Und die Stellung ist ziemlich unklar ausgeglichen. Turm A1. Wir werden jetzt nicht jeden Zug auf die Goldwaage legen, weil die Partie dauert ein bisschen bis zum 60. Zug. Und natürlich soll das hier das Videoformat nicht gesprengt werden. Was wäre jetzt hier gut gewesen für Schwarz? Ein sehr starker Zug ist hier allerdings ein bisschen versteckt. A5 mit der Idee A4, A3, um diesen Bauern zu attackieren. Und dann wird eventuell hier den Bauern C3 zu bedrohen. Es ist gar nicht so leicht, hier für Weiß es abzuwehren. Das Problem ist, wenn er A3 spielt, kann trotzdem A4 kommen und dann hat dieser Springer dieses Feld hier nicht mehr auf B3, wo er eigentlich hin möchte. Stattdessen spielte Schwarz Turm E5. Eine Idee ist eventuell, die Dame hier zu attackieren. G3. Greift den Bauern auf F4 an. Hier wäre es jetzt stark gewesen, Turm F8 zu spielen, um den Bauern F4 zu decken. Stattdessen spielte Schwarz den hier, Turm G5. Sieht auf den ersten Blick gut aus, greift die Dame an und den Bauern dahinter. Aber die Dame kann wegziehen mit Tempo und zwar nach D7 und greift diesen Läufer an hier. Und nicht nur den Läufer, sondern auch den Turm. Dieser Doppelangriff zwingt Schwarz jetzt mehr oder weniger, die Damen zu tauschen. Weil die Dame muss jetzt zurück, um beide Figuren zu decken. Es ginge auch Turm E7. Ein Problem ist aber hier, dass Dame C8 Schach kommt. Mit Angriff hier auf diesen Bauern. Und spätestens hier müsste Schwarz die Dame dazwischen stellen auf F8. Gut, mit dem König rauslaufen. Sieht natürlich nicht natürlich aus. Deswegen war es mehr oder weniger erzwungen, dass Schwarz jetzt hier die Damen tauscht. Dame F7. Dadurch geht aber viel Potenzial aus der schwarzen Stellung. Und hier hat Weiß einen sehr starken Zug. G4. Das stärkt hier diese weiße Bauernkette und Schwarz hat und das schwächt vor allen Dingen auch diesen Bauern hier, weil er isoliert wird. Und der Läufer ist jetzt tendenziell schwächer als dieser Springer hier. Es gibt aber ein Manöver, womit man den Läufer aktivieren kann, ist Läufer B6 und danach E3. Kleines Problem ist auch der Turm hier, steht ein bisschen schlecht hier auf G5. Den müsst ihr früher oder später mal rausholen da. Jetzt nahm Weiß hier raus, ein guter Zug. Und das Problem ist, eigentlich würde man gerne mit dem Turm nehmen. Das wäre wünschenswert, um die Struktur intakt zu halten. Aber dann kommt der Springer nach E4 und der steht hier natürlich bombenstark, ne? Er kann nicht vertrieben werden, ist die stärkste Figur auf dem Brett. Und das wollte Steinitz nicht zulassen. Und nahm deswegen mit dem Bauern, um das Feld auch auf Kosten eines Isolanis hier zu kontrollieren, dass der Springer nicht nach E4 kann. Verständlich. Der Springer findet aber
Eine andere Route, womit er aktiviert werden kann, und zwar Springer B3. Er liebäugelt eventuell nach D4 zu gehen oder über C1, D3 nach B4, um diesen schwachen Bauern zu attackieren hier. Zusammen mit dem Turm. Es kam Turm E6, Turm H1, nicht unbedingt nötig, aber wie gesagt, wir legen jetzt nicht jeden Zug auf die Goldwaage. Turm E5, Springer C1. Und jetzt gruppiert Weiß den Springer um. Und das Problem ist, wir sehen, dass auch dieser Bauer angegriffen ist. Deswegen hat Stein jetzt den Läufer nach C7 zurückgezogen, damit dieser Bauer gedeckt wird. Er zieht jetzt den Turm weg. Leider wählte er jetzt das falsche Feld. Er ging nach G5. Dort steht der Turm natürlich ziemlich blöd. Eingesperrt zwischen den weißen Bauern. Ich weiß nicht, warum er nicht Turm E2 gemacht hat. Hier steht der Turm auf der zweiten Reihe natürlich aktiv. Und das ist sehr, sehr logisch, hier den Turm hinzustellen. Das ist im Endeffekt auch immer so ein bisschen das Ziel mit den Türmen, die zweite Reihe des Gegners, auf die zweite Reihe des Gegners einzudringen. Aber er spielte Turm G5. Gut. Es kam Springer B4 und jetzt haben wir das Dilemma für Schwarz. Weiß hat es geschafft, seinen Springer erfolgreich umzugruppieren und attackiert jetzt diesen Bauern hier. Es ist schwierig, jetzt die ganzen Schwächen zu decken, wie wir sehen werden. Es kam Turm EE5, deckt den Bauern, aber es kommt Turm D4 und plötzlich ist dieser Bauer hier angegriffen. Und es kann nicht alles gedeckt werden, wie wir sehen. Ein Bauer geht verloren. Der Turm kann ja nicht wegziehen, weil dann der Bauer verloren geht. Also ein Bauer geht auf jeden Fall verloren. Läufer B6 greift den Turm an. Aber jetzt hängt dieser Bauer hier mit Schach. Weiß hat einen Bauern gewonnen. Letztendlich König G8. Springer D3. So, jetzt ist es eine Sache der Technik, wie man so schön sagt im Schach. Schauen wir, wie Weiß seinen Vorteil verwertet hat. Turm E2, Turm D1, Läufer E3 greift den Turm an, Turm B4 greift den Bauern B7 an. Der geht nach vorne. Hier wäre es für mich auf den ersten Blick logisch, A4, A5 zu spielen. Aber Lasker griff jetzt noch diesen Bauern an auf A7, A5. Jetzt muss Weiß ein bisschen aufpassen, er hat den Turm ein bisschen eingesperrt hier. Er hat keine Felder zur Verfügung hier im Zentrum, weil alle Felder von den gegnerischen Figuren kontrolliert werden. Deswegen muss man hier sowas wie B4 machen, hat er auch gemacht. Aber jetzt kommt D4, so ein bisschen Gegenspiel, das Schwarz hier kreiert. Beachtet auch diesen schwachen Turm übrigens auf G5, der hat auch keine Felder, weil das und das Feld von den gegnerischen Figuren kontrolliert werden. Deswegen ist D4 ein starker Zug, um dem Turm dieses Feld zugänglich zu machen. Jetzt kam aber C4 und wieder hat der Turm auf G5 keine Felder. Läufer D2, B5. Eine seltsame Stellung, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Der Turm steht schlecht und der Turm steht schlecht. Die haben beide nicht wirklich Felder. Aber Weiß verfügt hier über den Durchbruch C5, der früher oder später kommen wird, um diese Struktur hier zu schwächen. Gut, es ging weiter mit Läufer C3. Turm G1. Und Turm G1 ist schon sehr, sehr. Also Läufer D2 war wahrscheinlich schon auch ein Fehler hier. Man hätte wahrscheinlich G6 probieren müssen, um hier den Bauern zu attackieren und irgendwie diesen Turm zu befreien. Läufer C3 ist taktisch ein Problem und das hat Weiß sehr gut gesehen, nämlich Turm G1 deckt diesen Bauern hier. Und seht ihr jetzt, was droht? Es kam Turm D2 von Schwarz, greift den Springer an, aber Weiß muss diesen Springer nicht ziehen. Es kam nämlich jetzt F4. Und letztendlich spielt Taktik auch eine Rolle. Der Turm hat kein Feld auf der fünften Reihe oder auf der G-Linie und geht verloren. Er nahm jetzt erstmal einen Bauern und jetzt hat letztendlich Weiß eine Qualität mehr. C5, sehr stark. Das ist ein ganz wichtiger Zug hier. Einerseits, um einen Freibauern zu schaffen. Wenn Schwarz hier nimmt, dann entsteht hier ein Freibau und der ist halt sehr schwierig aufzuhalten, beziehungsweise gar nicht auf Dauer. Und andererseits, um dem Turm hier natürlich ein Feld zu verschaffen. C5, Turm E3, Turm C4, D3, Schwarz probiert es selbst. Man muss jetzt aufpassen, es droht Turm E1 Schachmatt hier auf der Grundreihe, deswegen muss der andere Turm zurück. D2, jetzt droht Turm E1 Schach mit Gewinn, deswegen muss der Turm nach D1. Auf Turm E1 würde jetzt ganz einfach folgen, König C2 und dann würden wir den Turm decken. Deswegen nahm jetzt Schwarz doch letztendlich mal den Bauern hier raus.
Aber jetzt läuft der B-Bauer durch. Läufer D4, B7, Turm E8. Jetzt kommt der König nach C2. Jetzt versucht Schwarz den Bauern hier zu gewinnen, aber es folgt einfach Turm B1. Weiß deckt den Bauern. Jetzt kam der König ran, aber der ist zu weit weg. Und jetzt Weiß gewann mit einem ganzen simplen Zug Turm A4. Hier gab Schwarz auf nach 60 Zügen. Es gibt keine Rettung mehr gegen Turm schlicht A5 und danach Turm A8. Und Schwarz müsste den Turm opfern gegen den B-Bauern. Ja, das war die erste Partie des WM-Kampfs 1894 zwischen Wilhelm Steinitz und Emanuel Lasker. Lasker ging damit 1:0 in Führung in diesem Wettkampf. Im Laufe der Zeit werde ich weitere Partien dieses WM-Kampfs hier auf diesem Kanal präsentieren. Aber ich gehe erstmal so ein bisschen chronologisch vor, WM-Kampf für WM-Kampf. Und ja, dementsprechend wird es dann nächstes Mal nicht Steinitz gegen Lasker heißen. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder auf The Big Rig.